Seb, was machst du? Ich habe eine Parmigiana gemacht und ich zeige es euch jetzt hier auf diesem Kanal in der ausführlichen Version, damit ihr jeden Schritt mitbekommt. Das ist großartig. Eine Parmigiana zum Zungenschnalzen. Oggi un po' di italiano. Un po' di musica nella bocca. Musik im Mund, Parmigiana. Eine Parmigiana ist wie eine Lasagne, nur ohne Nudeln. Das sind Auberginenblätter. Die schneiden wir mit den Zucchini, da schneiden wir den Strunk runter. Und das Ganze wird jetzt aufgeschnitten. Ich habe mit Absicht hier ein Tuch, weil kommt, ist ganz was essentiell und ganz was Wichtiges dabei. Wenn ihr eine Maschine habt, eine Wurstmaschine, dann könnt ihr es mit der Wurstmaschine machen. Wir haben hier auch mein Lieblingsgerät, eine Mandoline. Ich kann es auch mit der Hand schneiden, aber das ist schon her. Da, so circa 0,5 cm dick, schneide das da runter. Das sind die Zucchini-Streifen, die tun wir ein bisschen dicker. Siehst du das? Wie schön, dass das gleichmäßig runtergeht. Das ist das, das ist das eine. Aber viel das Wichtigere ist, sind die Auberginen. Die machen wir in der gleichen Stärke. Und die legen wir praktisch so auf, weil die müssen wir einsalzen, damit das Salz weggeht, die Flüssigkeit weggeht. Machen wir das anders. Na, manchmal feigelt es der. So. Mandoline, wie ist mir wurscht. So, das tun wir jetzt uns da herlegen. Und das lassen wir jetzt mindestens eine halbe Stunde lang abtropfen. Ich mache das nochmal im zweiten. Gut salzen. Auf beiden Seiten. Bindet das Wasser. Lass das Wasser raus. Siehst du? Müssen wir das zweite machen. So geht es schnell. Sieben. Un po' più interessante, un po' di con la, ja, das muss gut sitzen. Und dann kann ich das noch ein zweites Mal auflegen. Okay, das ist das. Machen wir so. Und das sind die Zucchini. Und was brauchen wir noch? Wir haben hier drüben Tomaten oder eben San Marzano. Zwiebel, Knoblauch. Wenn im Winter ist, Tomaten, in dem Fall San Marzano Tomaten, Parmesan und ich nehme ein bisschen Mozzarella her. Es wird jetzt wieder welche geben, so super Italiener, die sind wahrscheinlich, die heißen Signore Di Rossi oder Stronzo oder sonst irgendwie, die wissen natürlich alles besser, die sind wahrscheinlich so nicht 16, nicht 8, sondern 32. Italiener, also schon die 6. Generation, eh noch immer in Italien, die heißen halt einfach nur so. Und die wissen es natürlich besser. Ja, ich bin eben keiner von euch. Ich bin kein Italiener, ich liebe nur die Italiener und die italienische Küche. Und jetzt versuche ich einfach hier auch zu kochen, wie ein Italiener. Jetzt tun wir als allererstes uns in guten Olivenöl zuerst die Zucchini-Streifen anbraten und daneben nehmen wir gutes Olivenöl und machen uns eine Tomatensauce, wie sie es gehört, nämlich mit Knoblauch und Zwiebel, und das tun wir
zuerst einmal in Olivenöl die Zwiebel mit ein bisschen Zucker angehen lassen. Ich liebe Knoblauch. Ganz nach Gefühl, gell? Aber, und das muss man wissen, eine Parmigiana, da muss man sich Zeit nehmen. Die dauert 3-4 Stunden, bis man sie servieren kann. Nicht in der Zubereitung, man muss sie nämlich noch ein bisschen rasten lassen. Und das dauert ja auch ein bisschen, dass die Aubergine Wasser lässt. Jetzt haben wir ein bisschen Zucker dazu getan. Dann das kann man gleich so direkt hernehmen. San Marzano, das sind die sogenannten Eiertomaten oder aus San Marzo sind ja die besten Tomaten her. Da sagt man halt, das sind einfach die besten Dosentomaten. Das lassen wir angehen und hier legen wir uns, tun wir die Zucchini abbraten. Das Klo, oder was? War ein Scherz. Ich hol mir nur schnell ein Blech, bin gleich da. Siehst du, darum brauchst du das Zeug alles nicht, das ist alles für den Arsch. Braucht kein Mensch. Zucchini. Ich habe einen Freund, der sagt, Zucchini ist das beschissenste Gemüse. Ja, für die, die mit Zucchini nicht umgehen können, für mich ist auch was anderes beschissen. Ich nehme dazu ein bisschen noch einen Zucker, lasse das karamellisieren. Aber wenn man Zucchini richtig behandelt, dann haben sie einen Geschmack. Zwiebeln sind gut angegangen. Jetzt haben wir da die 500 Gramm Pilati dazu. Mit Wasser ausspülen, Lorbeer hinein und ca. 30 Minuten köcheln lassen. Frage an die Community, wollt ihr Butter dazu? Weil man kann auch einen Butter dazu geben. Für die Veganer nicht so, aber man kann. Und der Christian Seiler hat ein super Buch geschrieben über die Hassan. Die hat die beste Tomatensauce, ist natürlich mit einem kleinen Stück Butter. Nicht? Das lassen wir jetzt köcheln. Christian Seilers Kochbücher im Echtzeitverlag sind natürlich ganz großartig. So sind sie richtig. Siehst du es? Und die nächsten kleine. Die Parmigiana ist zum Beispiel auch ein Gericht, das wie das österreichische Gulasch ist. Die schmeckt auch aufgewärmt sehr gut. Wie für viele eine Lasagne bestimmend ist, ist die Parmigiana die vegetarische Ausgabe und eben auch lässt man zuerst kalt werden und dann wärmt man es nochmal auf. Ein bisschen Zucker wieder drüber.
So. Bei mir ist es in der Regel nicht so, dass man viel Zeit hat zum Kochen. Ihr merkt es ja schon, aber selbst der Sergio bemüht sich jetzt, dass er ein bisschen mit der Kamera ein bisschen ruhiger wird, weil diese 15-Minuten-Dinger auf YouTube herüben sind ja viel angenehmer im Grunde genommen. Eigentlich sollte man sich das nur mehr anschauen auf YouTube. Und die Reels halt so, was mache ich heute, wenn mir nichts einfällt oder so, dann schaue ich halt ein bisschen an Sepp, was machst du dazu. Und das ist wirklich eine essentielle Nummer, ruhiger, und das italienische Kochen ist auch mit einer großen Muse verbunden. Wieder abtropfen lassen. Schau, wie feucht das ist, siehst du das, was da alles mitgenommen wird. Und jetzt haben wir genau das gleiche mit Olivenöl. Jetzt braten wir genau die Parmigiana, also diese Auberginenblätter, da haben wir gut außer frittieren und immer wieder gut abtropfen. Da haben wir jetzt die Parmigiana angebraten. Da haben wir die Tomatensauce mit den Zwiebeln. Das werden wir jetzt mixen. Halt, ich muss das Lorbeerblatt lassen tun. Das muss ich nicht da. Das ist vom Vorteil, wenn wir das nicht drinnen haben. Ja, und damit ich nicht zum Reden vergesse, nicht? Sonst schlagen sie mir auch wieder beim Digi-Knall und so. Jetzt kommt da ein Olivenöl, dann, damit es nicht anbrennt,
die Tomatensauce. Da gebe ich ein bisschen Tomatensauce hinein. Dann lege ich das aus. Mit den Auberginenblättern. Da brauchen wir die kürzeren. Siehst du das? So, dann tun wir jetzt ein bisschen Parmesan rein. Ich gebe, ja, ich weiß, das ist nicht so. Ich gebe noch gerne ein bisschen Mozzarella dazwischen. Jetzt kommen wieder ein bisschen Tomatensauce. Jetzt kommen die Zucchini. Dann kommt die nächste Schicht. Es ist faktisch wie eine Lasagne. Jetzt kommt wieder ein bisschen Parmesan. Wieder ein bisschen Tomatensauce. Wieder ein bisschen Mozzarella, siehst du das? Jetzt sind wir besonders kreativ und jetzt haben wir noch, ich liebe ja Basilikum. Basilikum nie schneiden, immer nur zupfen, immer nur und großzügig. Man kann mit Basilikum gar nicht großzügig umgehen. So, die nächste Schicht, siehst du das? Da wieder ein Parmesan. Mozzarella nehme ich wieder her. Dann hole ich mir noch schnell ein Parmesan. Brauchen wir noch mehr. Den Rest, die restliche Tomatensauce drüber. Und dann haben wir noch die letzte Schicht. Tut einem nichts, wenn sich das ein bisschen nicht ausgeht. Das ist, schmeckt sowieso großartig. Und das Ganze geben wir jetzt bei 160 Grad ca. 20 Minuten, 30 Minuten ins Rohr. Und dann sollte man eben noch eine halbe Stunde Zeit geben zum Rasten, okay? Schau, was haben wir jetzt da? Siehst du das, wie das schön aufkocht? Siehst du das? Ja, jetzt lassen wir das ein bisschen, jetzt müssen wir es ausheben. Und jetzt braucht es ein bisschen Zeit zum Rasten. Jetzt muss es ein bisschen runtersinken, okay? Man kann es jetzt nicht, man kann es schon sofort verwenden, aber da geben wir uns jetzt noch für die Parmigiana zum Schluss noch ein bisschen Zeit zum Rasten. Schön, hä? Schau. Jetzt haben wir es eine halbe Stunde rosten lassen. Ja, ja. Ja. Ja, bitte, ja. So, jetzt haben wir es eine halbe Stunde rosten lassen. Jetzt geben wir das, die Parmigiana da raus. Ja, selber da. Und das muss drinnen bleiben. Das muss einem, der Korte wird darüber schauen. Das ist ein Parmigiana zum Zungenschnalzen. Zungenschnalzen. Parmigiana.